Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Sie alle ganz herzlich an unserem Hochfest, das wir heute in unserem Kölner Dom feiern, der Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel, ganz herzlich begrüßen. Ein besonderer Willkommensgruß gilt unserem Hauptzelebrant, Exzellenzbischof aus Kamerun, Mbarga, Philipp Mbarga aus der Diözese Ebolowa. Er hat in Deutschland studiert, von daher spricht er fließend Deutsch, und zwar bei einem Kölner Professor im Neuen Testament, Professor Smijewski, war dann viele Jahre in Fulda tätig im Dienst, aber ist auch besonders unserem Erzbistum und unserem Dom verbunden durch regelmäßige Kontakte. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Es ist uns eine Freude und Ehre, dass wir so international besetzt sind und dieses Hochfest als Pontifikalamt dann auch mit Ihnen feiern können. Gleichzeitig begrüße ich einen polnischen Mitbruder. Die Mitbrüder aus dem Umfeld helfen uns immer wieder. Er hilft jetzt in den Sommerferien aus in Monheim in unserem Bistum. Pfarrer Schuster, im Grunde aus Polen, auch ihm ein herzliches Grüßgott und willkommen. Brüder und Schwestern, bevor wir das Wort Gottes hören und das Opfer Christi feiern, wollen wir uns besinnen und bekennen, dass wir sündige Menschen sind. Ich bekenne. Gott, du meinst, ich bin, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe alles gesündigt in meinen Gedanken und Worten und Werken. Ich spreche meine Schuld, ich spreche meine Schuld, ich spreche meine große Schuld. Darum habe ich die Geschichte, die ich von mir habe, an alle Engel meiner Heiligen. Und ich freue mich an der Schwestern, der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Hier
Gloria in excelsis Deum. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast die selige Jungfrau Maria, die uns Christus geboren hat, vor aller Sünde bewahrt und sie mit Leib und Seele zur Herrlichkeit des Himmels erhoben. Gib, dass wir auf dieses Zeichen der Hoffnung und des Trostes schauen und auf dem Weg bleiben, der hinführt zu deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, ein Drache, groß und feuerrot,
mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, Christus ist von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge.
Erster ist Christus. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Sonst hätte er ihm nicht alles zu Füßen gelegt. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Hier sei dir, o Herr. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und sie eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und sie rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und er denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, auch ich begrüße Sie alle zum Gottesdienst an diesem Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel. Ich begrüße ganz besonders alle Domkapitularen, die anstelle des verehrten Erzbischofs mit uns hier sind, allen voran den hochwürdigen Dompropst Wagner. Zum heutigen Fest, liebe Schwestern und Brüder, hören wir das Wort Gottes aus dem Buch der Offenbarung des Johannes. Ein großes Zeichen erschien am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Und ein anderes Zeichen, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, und er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Liebe Schwestern und Brüder, in dieser Lesung will der Herr uns den Kampf zeigen, dem wir zurzeit unseres irdischen Daseins ausgesetzt sind. Es ist ein Kampf, oft auf Leben und Tod, dem schon die frühe Christenheit ausgesetzt war und für die Johannes auf der Insel Patmos seine Offenbarung schrieb. Trotz der visionären und oft verstörenden Bilder sollte es ein Trostbuch sein für die verfolgten Christen. Wenn die geheimnisvolle Frau der Lesung hier den Mond unter sich hat, dann will das bedeuten, sie hat die Vergänglichkeit, ja, sie hat den Tod überwunden. Wenn sie von der Sonne umkleidet ist, meint das, dass sie geborgen ist in Gott und dass sie an seinem Glanz Anteil hat. Schließlich tritt in dieser großen Vision auch noch ein Gegenspieler auf, der Gegenspieler der jungen Kirche, das Untier,
ein gewaltiger Drache. Die damalige Gestalt des Drachen war das römische Weltreich, das gerade den Tempel zu Jerusalem verwüstet hatte und das die junge Christengemeinde immer wieder blutig verfolgte. Der Drache trachtet dem Kind und der Frau nach dem Leben. Aber beide werden gerettet, sagt uns die Lesung. Und die Frau flieht in die Wüste. Damit ist gemeint, dass sich die junge christliche Gemeinde von Jerusalem geschart um die Apostel und eben auch um Maria retten kann. Liebe Schwestern und Brüder, mit diesem Verständnisschlüssel, der uns als Menschen unseres Jahrhunderts natürlich erst einmal nachgereicht werden muss, mag es uns jetzt gelingen, an die eigentliche Botschaft der Vision des Johannes heranzukommen. Denn die Botschaft ist ausgesprochen aktuell. Sie ist gleichsam ein weiterer Schlüssel zum eigentlichen Verständnis dessen, was die Kirche ist und welche zentrale Rolle Maria in ihr spielt. Johannes erblickt im Bild der Frau das neue Gottesvolk, die Kirche, unsere Kirche. Die Kirche selber wiederum sieht in diesem Bild nicht nur sich selbst, sondern speziell Maria und sagt damit, Kirche und Maria sind eins. Ohne den Blick auf Maria verliert sich auch der Sinn für das Frauliche und das Mütterliche in der Kirche. Und schließlich, das scheint mir das Schlimmste zu sein. Ohne den Blick auf Maria vergisst man allzu leicht, dass die Kirche und ihre Liturgie in erster Linie ein Ort der Gottesbegegnung, des Hörens und Staunens und des Glaubens ist. Und erst in zweiter oder dritter Linie eine Sage der gut gemachten Gottesdienste. Kirche ist ein Geheimnis und nicht irgendein Großkonzern. Die Kirche und ihre Liturgie sind der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen, an dem das Wunderbarste geschieht, was geschehen kann. Unseren Augen verborgen, nur unserem Glauben verständlich. Gott, den das ganze Weltall nicht fassen kann, legt sich hinein in unsere Hände. Und wenn wir heute innerhalb dieses geheimnisvollen Geschehens die Himmelfahrt Mariens feiern, dann wünsche ich mir, dass wir es tun, in der Gewissheit, dass in Marias hartem und oft unverständlichem Leben unser eigenes Schicksal vorgebildet ist. Und das gilt auch für ihre Himmelfahrt. Feiern wir dieses Gottesdienst in der Gewissheit, dass sie uns im Leben begleitet und im Himmel erwartet. Und in diesem Sinn beten wir beim Gegrüßet seist du Maria und wir sagen, Maria, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ja, liebe Schwestern und Brüder, das Fest Mariä Aufnahme in den Himmel oder Aufnahme Mariens in den Himmel, das ist ein Fest der Freude, denn wir feiern mit Maria, was uns allen bevorsteht. Wir haben einen Platz bei Gott. Über unseren Tod hinaus sind wir bei Gott aufgenommen. Und dies dürfen wir so sicher glauben, dass wir uns nicht einmal mehr vor dem Tod fürchten müssen. Und das heutige Fest zeigt uns, wohin auch wir unterwegs sind
und wie unser Leben gelingen kann. Ja, in der heutigen Lesung aus der Offenbarung des Johannes hörten wir gerade von einem großen Zeichen, das am Himmel erschien. Die Frau, die schwanger ist, mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen und den Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Es ist ein Zeichen, das uns mahnt, hinzuschauen, von uns selber weg und dorthin auf diese himmlische Erscheinung. Und so, liebe Schwestern und Brüder, sehen wir als Gemeinde, als Christen auf diese Zeichen fast wie in einen Spiegel. Es wird für uns ein Zeichen, von dem her wir Orientierung für unser Leben erwarten. Und Maria ist also für uns ein Zeichen des Trostes, dass unser Leben und die Geschichte unseres Lebens, alles, was wir an Gutem getan haben, im Tod nicht untergehen, sondern dass alles in Gottes Liebe aufgenommen und geborgen ist, für immer und auf ewig. Als Zeichen für diese freudige Hoffnung und als Trost auf unserem Pilgerweg werden in einigen Kirchen heute Blumen und Kräuter gesegnet. Für uns sind sie ein Zeichen dafür, dass wir an diesem Festtag von Freude und Hoffnung erfüllt werden. Christus selbst ist die Sonne unseres Lebens, die Sonnenblumen vor dem Bild der Königin des Himmels sollen uns heute und über den Festtag hinaus an die Zukunft unseres Lebens bei Gott erinnern und uns ein Symbol der Freude und der Hoffnung sein. Dafür ist Maria für uns ein Vorbild. Nachdem Maria ihr großes Ja gesprochen hat, spricht sie ihr Magnificat, ihr Dank- und Loblied, in dem sie alles von Gott her erwartet. Und dieser Text des heutigen Evangeliums, das Magnificat, lässt uns in die Gotteserfahrung Marias blicken. Es besingt, dass Gottes Pläne und Wege mit uns einen langen Atem haben und dass er von Geschlecht zu Geschlecht seine Vorhaben voranbringt. Dass er den Hochmütigen, das bedeutet den von sich Eingenommenen, widersteht und den Kleinen, das bedeutet den Menschen mit offenem, vertrauensvollem Herzen seine Zuwendung schenkt. Dass er den inneren Hunger des Menschen stillt, dass die mit materiellen Gütern Gesättigten häufig in der Gefahr stehen, sich selbst zu genügen, dass er seine Verheißungen einst verwirklichen werde, dass die Grundhaltung des Glaubenden die Hoffnung sein soll. Liebe Schwestern und Brüder, indem Maria uns mit ihrem Lied ihre Gotteserfahrung besingt, werden wir ermutigt, ebenso auf Gott zu vertrauen. Gott macht keine halben Sagen. Die niedrige Magd hat er ganz hoch erhoben, weil sie ihr gegebenes Ja-Wort niemals zurückgenommen oder verkürzt hat. Und was an Maria geschah, das wird sich auch an uns ereignen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir so glauben wie sie und wenn wir uns klein und arm vor Gott wissen. Die Niedrigkeit von Maria betrifft zunächst ihren sozialen Stand, aber sie ist auch eine geistige Haltung. Der Arme setzt sein ganzes Vertrauen auf Gott, von dem allein er Schutz und Hilfe erwartet. Maria weiß sich klein vor Gott, dem Ewigen und Mächtigen. Der Glaube lehrt uns unsere menschliche Situation richtig
einschätzen. Was alles meinen wir aus eigener Kraft erreichen und erringen zu können? Halten wir uns manchmal nicht für groß und prächtig, stark und mächtig? Maria erkennt ihre Niedrigkeit vor der Größe des Herrn. Und weil sie das erkennt, kann sie sich freuen und kann von Gott erhoben werden. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Ja, Gott hat Maria durch ihre Berufung aus dem Staub erhoben. Sie wird damit das Bild des Menschen, der sich vor Gott seiner Würde und seiner Aufgabe in der Welt bewusst wird. Gewiss, es ist eine eigene und einmalige Berufung, die ihr zuteil wurde. Aber jedem von uns hat Gott eine bestimmte Aufgabe in der Familie, in der Gesellschaft, in Kirche und Welt zugewiesen. Mit Maria sind wir alle Kinder des gleichen Vaters, der allen seine Liebe schenkt. Und wenn wir uns dieser Berufung und Aufgabe bewusst werden, haben wir ein Lebensziel vor Augen, das uns immer voranleuchtet. Dann wird unser Leben nie sinnlos. Noch in Krankheit und in Alter sind wir wichtig und wertvoll vor Gott und auch wichtige und wertvolle Glieder des Volkes Gottes. Ja, das heutige Fest lädt uns also ein, uns wie Maria auf den Gott des Lebens zu verlassen. Es ermutigt uns zu einem Leben, das von diesem Glauben getragen wird und fordert dazu heraus, verantwortungsvoll umzugehen, nicht nur mit dem, was wir haben, sondern auch mit dem, was wir sind, mit unserem Leben und mit den Mitmenschen. Und wenn wir bereit und willens sind, wie Maria in unserem Leben Raum zu schaffen für Gott, wenn wir uns einsetzen für eine Lebenskultur der Liebe, dann ist auch uns Leben in Fülle, Leben über Tod hinaus garantiert. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Maria, die wir als die schönste von allen besingen, rühmen wir wegen ihrer Schönheit, die Leib und Seele und Geist umfasst. Ihr Leib hat den Sohn Gottes empfangen und geboren. Ihre Seele hat die Größe des Herrn im Glauben aufgenommen und diesen Lobpreis bis hin unter das Kreuz bewahrt. Ihr Geist jubelte über Gott, ihren Retter, weil er auf die Niedrigkeit seiner Macht geschaut hat. Weder die Erbschuld noch eine konkrete Lebensschuld hat ihr Dasein verletzt. Als die ganz reine und makellose hat sie gelebt, ist sie gestorben und so ist sie mit Leib und Seele in die Herrlichkeit bei Gott aufgenommen worden. Deshalb ist sie für uns ein Zeichen der Hoffnung, dass auch wir nach dem Pilgerweg des Glaubens mit Leib und Seele bei Gott Aufnahme finden, wenn wir wie Maria geglaubt, geliebt und gehofft haben.
in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem soli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
mit Maria, lasset uns Gott preisen und ihn bitten. Du erbarmst dich alle, die dich fürchten. Wir preisen deine Barmherzigkeit und erbitten Kraft und Mut für alle Menschen, die das Evangelium verkünden und für seine Botschaft eintreten. Gott, unser Vater, du stürzt die Mächtigen vom Thron. Wir preisen deine Kraft und erbitten den Geist der Weisheit und Demut für die Frauen und Männer, die Verantwortung tragen in Kirche, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Gott, unser Vater, du erhöhst die Niedrigen. Wir preisen deine Güte und erbitten deine Hilfe für die Menschen, die erniedrigt, ausgebeutet oder gar misshandelt werden. Gott, unser Vater, du nimmst dich deines Knechtes Israel an und denkst an dein Erbarmen. Wir preisen deinen Sieg über den Tod und erbitten das ewige Leben für unseren verstorbenen Weihbischof Manfred Melzer und für alle unsere lieben Verstorbenen. Gott, unser Vater, Herr, unser Gott, du hast uns Maria zur Mutter gegeben. Auf ihre mütterliche Fürsprache erhöre unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Der Herr nimmt das Opfer aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Allmächtiger Gott, unser Gebet und unser Opfer steige zu dir empor. Höre auf die selige Jungfrau Maria, die du in den Himmel aufgenommen hast, und entzünde in unseren Herzen das Feuer der Liebe, damit wir dich alle Zeit suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn heute hast du die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel erhoben. Als Erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen verheißen ist, und wurde zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen Vollendung. Dem pilgernden Volk ist sie ein untrügliches Zeichen der Hoffnung und ein Quelle des Trostes. Denn ihr Leib, der den Urheber des Lebens geboren hat, sollte die Verwesung nicht schauen. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel aufgenommen wurde von unserem Herrn Jesus Christus. Durch ihn, den Urheber und Vollender unseres Glaubens, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle Brüder und Schwestern, die entschlafen sind der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deine Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht
das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. So gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Thank you.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben das heilbringende Sakrament empfangen. Lass uns auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, die du in den Himmel aufgenommen hast, zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott, der allmächtige Vater, segne euch durch den Erlöser der Welt, unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn der jungfräulichen Mutter Maria. Amen. Sie hat den Urheber des Lebens geboren. Ihre mütterliche Fürsprache erwirke euch Gottes Hilfe. Amen. Euch und allen, die heute das Fest ihrer Aufnahme in den Himmel begehen, schenke Gott die wahre Freude und den ewigen Lohn. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.